Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Trading-Tipps. Meine Kollegen und ich haben ITM Power als Basiswert für die heutige Empfehlung ausgesucht, und zwar rein aus charttechnischer Sicht. Wir hatten zuletzt ja gesehen, dass Plug Power sich extrem stark erholt hatte. Seit Mitte Mai, auch bei ITM Power, geht es wieder deutlich nach oben. Und wir spekulieren jetzt darauf, dass die 200-Tage-Linie zurückerobert wird und im weiteren Verlauf vielleicht sogar auch die 50-Tage-Linie, die knapp unterhalb von 5 Euro verläuft. Bei Plug Power war es so, nachdem wir die 200-Tage-Linie zurückerobert hatten, ging es um die 10% weiter nach oben, und das ist eben auch hier die Spekulation, dass wir nach dem Überwinden dieser wichtigen Linie, dieser viel beachteten Linie, eben in den Bereich von 5 Dollar geht. Das wären ja rund 10% in der Aktie. Und mit dem Faktor Long, den Sie gleich eingeblendet sehen, kann man natürlich schon etwas mehr daraus machen. Die MC59UJ ist die WKN unseres Partners Morgan Stanley, kostet aktuell 8,17 € und hat einen Faktor von 3. Unsere Empfehlung von gestern war Seal Network. Der Schein ist, oder der Trade ist noch nicht aufgegangen, aber auch noch nicht sehr viel passiert. Wir hatten den Schein bei 36 knapp empfohlen. Aktuell 1 Euro etwa tiefer. Stoppkurs, den muss ich, glaube ich, noch nachreichen. Den würde ich bei 32,50 € setzen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit unseren Tipps. Bleiben Sie gesund und bis morgen. Ciao.